Reise, bevor sie noch die Alten sind. Nur ein Weg führt aus dem Teufelskreise, der Weg gegen den Wind. Willkommen hier auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Endlich wieder schönes Wetter. Wir erinnern uns an die letzten Wochen, da war das Wetter so eklig für die Montagsdemo. Jetzt wieder bei schönem Wetter eine 263. Montagsdemo für den Kopfbahnhof. Willkommen! Mein Name ist Matthias von Hermann von den Parkschützern. Ich möchte Ihnen zu Beginn einen kurzen Überblick geben über diese Demo. Wir haben heute zwei Reden und dazwischen Musik. Dazu, das ist nichts Neues für Sie. Zuerst eine Rede, die über den reinen S21-Tellerrand hinausschaut. Jana Seppelt von Verdi Stuttgart zur bevorstehenden Blockupy-Aktion in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank. Dann gibt es heute Infos zur Stadtbahnkampagne sowie zur großen Rathausveranstaltung übermorgen, bei der es um den S21-Brandschutz geht. Fred Stumpf hat wegen des harten Polizeieinsatzes gegen S21-Gegner im Jahr 2010 einen Strafbefehl über 15.600 Euro erhalten. Wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt in vier Fällen soll er eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 130 Euro erhalten. Bei 120 Tagessätzen wäre der ehemalige Polizeipräsident vorbestraft. Er kann diesen Strafbefehl nun annehmen und bezahlen. Oder er kann Einspruch einlegen und dann kommt es zu einem weiteren Wasserwerferprozess. Schauen wir mal, wie diese Rechnung für ihn ausgeht. So, das war eine erfreuliche Meldung zu Beginn. Schauen wir mal, wie das eben ausgeht. Kommen wir zu Stuttgart 21 an sich. Sie wissen ja, dass Stuttgart 21 und die Neubaustrecke üble Stromfresser wären, würden sie jemals in Betrieb gehen. Die vielen engen Tunnel und die steile Strecke würden den Strombedarf einer Zugfahrt nach Ulm verdoppeln. Heute, zwei Tage vor dem vierten Jahrestag der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima, beginnen wir daher die Montagsdemo gegen S21 mit einem S21-Randthema. Block 1 des Atomkraftwerks in Neckarwestheim wurde im Rahmen des Atomausstiegs stillgelegt und soll abgerissen werden. Soweit, so gut. Dieses Atomkraftwerk produzierte übrigens ausschließlich Strom für die Deutsche Bahn. Der aktuelle Anlass ist nun, dass der Betreiber EnBW den Abriss möglichst billig gestalten will. Wahrscheinlich würde die EnBW ökonomisch dazu sagen. Die EnBW will zum Beispiel schwach radioaktive Baustoffe aus dem AKW als unbelastet deklarieren. Gegen dieses sogenannte Freimessen regt sich nun Widerstand. Und heute laufen Unterschriftensammler durch die Reihen hier bei der Kundgebung mit Mustereinwendungen gegen dieses Vorhaben. Diese Unterlagen mal genauer angesehen. Eigentlich sollte dieses neueste Brandschutzkonzept den Stuttgarter Gemeinderäten bereits letzte Woche vorgestellt werden. Doch dann stand es plötzlich nicht mehr auf der Tagesordnung. Hat die Bahn ihren Auftritt schnell wieder zurückgezogen? Auf jeden Fall ist dieses neueste Brandschutzkonzept der Anlass für eine große Rathausveranstaltung, bei der es inhaltlich, wie sollte es anders sein, brandheiß wird. Das verspreche ich Ihnen heute schon. Diese Rathausveranstaltung findet bereits übermorgen statt.
Also diesen Mittwoch, 11. März, 18 Uhr, im großen Saal des Stuttgarter Rathauses. Übermorgen, Mittwoch, 11. März, 18 Uhr. Dr. Christoph Engelhardt von Wikireal und Hans Heidemann von den Ingenieuren treten als Experten auf. Außerdem Johannes Frank, ein ehemals leitender Feuerwehrmann. Auch die S21-Betreiber sind geladen zu dieser Veranstaltung. Klaus-Jürgen Bieger, DB, Brandschutzbeauftragter, und Stefan Eppinger von der Branddirektion Stuttgart. Am Parkschützer-Infostand und an der Mahnwache gibt es schwarz-orangefarbige Flyer zu dieser Veranstaltung, mit der Sie in den verbleibenden Tagen gerne Werbung dafür machen dürfen. Zu unserer ersten Rednerin heute Abend und damit zu Blockupy. Sie erinnern sich sicher an die große Abordnung von S21-Gegnern, die durch viele gelbe Ortsschilder und Banner gut sichtbar und gut erkennbar bei Blockupy in Frankfurt präsentiert waren vor einigen Jahren. Jana Seppelt von Verdi Stuttgart zur bevorstehenden Blockupy-Aktion in Frankfurt am Mittwoch, 18. März. Bitte schön, Jana Seppelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Gewerkschafterin im Verdi-Bezirk Stuttgart begrüße ich von ganzem Herzen alle Bewegten gegen das Milliardengrab Stuttgart 21. Was eint mich als Gewerkschafterin im öffentlichen Dienst mit euch, die ihr hier die Bahnpolitik als eine Politik gegen ihre Nutzerinnen und Nutzer entlarvt und den Subventionsbetrug unter dem Label Stuttgart 21 bloßstellt? Seit einigen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, stellen wir fest, dass wir wieder zunehmend an Kontrolle über unser aller Leben verlieren. Kontrolle über unsere Zeit, über unser Wasser, unser Bahnnetz, unsere Energie, über unsere Ressourcen, über unsere Rente, unsere öffentliche Daseinsvorsorge oder über unsere Arbeitsbedingungen. Wer gewinnt dabei? Niemand, wir jedenfalls nicht. Höchstens gewinnen Konzerne wie die Deutsche Bahn, Vattenfall, Rhön oder H&M. Es gewinnen die Besitzenden und Vermögenden in Deutschland, Europa und der Welt. Und es gewinnen ihre politischen Freunde, die das Wort demokratisch meiner Ansicht nach nicht in den Mund nehmen sollten. Als Gewerkschafterin und als Mensch war und bin ich schockiert über die Sparprogramme. Ich bin schockiert über die Entdemokratisierung und den Angriff auf die Löhne und Arbeitsbedingungen der Menschen in Europa. Zusammen mit der EU-Kommission und dem EU-Rat, also als Teil der Troika, hat die EZB Sparpolitik und Privatisierung gefördert. Am 18.03. wird das neue Machtzentrum gefeiert. Für den 185 Meter hohen Zwillingsturm, der sich mit seinem Sicherheitszaun und Burggraben einer Festung gleicht, wurde die schwindelerregende Summe von 1,3 Milliarden Euro ausgegeben. Diese einschüchternde Architektur der Macht zeigt auch hierzulande deutlich die Distanz zwischen den politischen und ökonomischen Eliten und den Menschen. Es gibt nichts zu feiern an Sparpolitik und Verarmung. Wie Stuttgart 21 in der Sache längst gescheitert ist, ist auch die europäische Austeritätspolitik längst gescheitert. Starrsinn und Rücksichtslosigkeit hier wie dort. Zerschlagen und streng, schon so lang. Bin müde und leer, will was Schöneres
Freunde zum Beispiel aus Heilbronn und aus Heidelberg und aus dem Badischen Bretten und vielen anderen entfernten Orten, die jede Woche extra zum Montagsdemo nach Stuttgart fahren. Bitte einen großen Applaus! Genau, einen großen Applaus für diese außergewöhnliche, tatkräftige wöchentliche Unterstützung gegen S21. So, nun, Sie kennen alle unseren heutigen Hauptredner, Steffen Siegel von der Schutzgemeinschaft Filder. Sie kennen auch sein uraltes, immer wieder aktuelles Thema, nämlich die Murksplanung der Deutschen Bahn auf der Filder-Ebene und am Flughafen. Bitte schön, Steffen Siegel! Grüß euch, liebe Freunde. Entschuldigt den etwas derben Titel meiner Rede, aber es reimt sich halt so schön. Drittes Gleis, wieder Scheiß. Zu Beginn wage ich einen Blick in die Kriminalgeschichte von Stuttgart 21. Alles begann mit einem Überfall auf die Bürgerinnen und Bürger vor 21 Jahren. Eine rein schwäbische Fünferbande, bestehend aus Dürr, Rommel, Wissmann, Teufel, Schaufler, schlug 1994 erbarmungslos zu. Bereits ein Jahr später kam das öffentliche Schuldbekenntnis von Heinz Dürr. Wörtliches Zitat aus der Stuttgarter Nachrichten von 1995, ich zitiere: Die Art der Präsentation von Stuttgart 21 im April 1994 war ein überfallartiger Vorgang. Gegner und Skeptiker sind nicht imstande gewesen, die Sache zu zerreden. Ein Musterbeispiel, wie man solche Großprojekte vorstellen muss. Die Zuversicht der Bande, von der übrigens keiner mehr in seiner damaligen Bandenposition ist, hat sich zerschlagen. Das Projekt dümpelt trotz Überfalls seit Jahrzehnten vor sich hin. Es klemmt überall, beim Grundwassermanagement, beim Nesenbach-Düker, bei der, ich glaube, 14. Planänderung, oder sind es inzwischen noch mehr geworden, beim Tiefbahnhof. Die Tunnelbohrmaschinen in Wangen und auf den Filtern oben mussten monatelang stillstehen, weil man sie angeblich einjustieren musste, also ob man das nicht vorher wusste. Überall stockt es, aufwärts geht es eigentlich nur bei den Kosten. Und das Krasseste: Für einen ganz wichtigen Abschnitt, nämlich den Filterabschnitt, gibt es bis heute keine brauchbaren Pläne, geschweige denn ein Baurecht. Vor nunmehr 13 Jahren, 2002, beantragte die Bahn die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für diese sogenannte Antragstrasse auf den Filtern. Das Eisenbahnbundesamt, das EBA, reagierte über die Jahre hin immer wieder sehr knapp, nicht genehmigungsfähig. Vor allem, weil Fern- und Regionalzüge aus Sicherheitsgründen nicht durch die engen S-Bahn-Tunnel auf den Filtern, die ausschließlich für S-Bahnen gedacht waren, fahren durften. Und dann, 2010, kam einer aus dem bayerischen Freundeskreis der Bande und sprach eine fragwürdig zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung dafür aus. Was Verkehrsminister Ramsauer damals machte, war verantwortungslos. Es war eine Ramsauerei. Weil das Projekt dennoch weiterhin Widerstand auslöste, versuchte man, die Bevölkerung mit einem sogenannten Filterdialog zu besänftigen. Doch auch dies misslang. Trotz aller Tricksereien. Die Teilnehmer sprachen sich unerwartet für den Erhalt der Gäubahnführung über die Panoramastrecke nach Stuttgart hinunter aus. Im Widerspruch zur angeblichen Absicht, die Bürger zu beteiligen und mitreden zu lassen, wischte man dieses Votum vom Tisch und präsentierte nun nach 10 Jahren Antragstrasse erstmals die Variante Bahnhof Plus. Vom Werbetechnischen her gesehen nicht schlecht. Etwas Brauchbares wird weggewischt und ein Ersatzmurks wird kühn mit Plus bezeichnet.
Diese Planvariante kostete aber über 200 Millionen Euro mehr. Und so zog man eben nach einer weiteren Schamfrist Ende 2014 wieder die alte Antragstrasse aus dem Hut und ging damit nach 13 Jahren in ein öffentliches Erörterungsverfahren. Alle Projektpartner hielten sich vornehm zurück, schienen also mehr oder weniger dahinter zu stehen. Der Geschäftsführer der DB Stuttgart-Ulm, Manfred Leger, frohlockte gar zu Erörterungsbeginn, Zitat, wir schaffen einen Verkehrsknoten mit unheimlichen Vorteilen. Unheimlich würde ich noch zugestehen. Aber ein von Leinfelden-Echterdingen bestellter Gutachter aus Dresden bestätigte, was jeder denkende Mensch eigentlich wusste, diese Infrastruktur kann man nicht empfehlen. Verspätungen der S-Bahn werden zunehmen. Das Erörterungsverfahren wurde nicht zuletzt mit Hilfe der hervorragenden Arbeit der S21-Kritiker aus unseren Reihen zum Fiasko für die Bahn. Die Politik hatte sich vornehm zurückgehalten und als sich das Fiasko abzeichnete, schwenkten sie wieder mehrheitlich auf den sehr fragwürdigen Bahnhof Plus unter der Flughafenstraße zu, um der vergleichbar schlecht ist wie die Antragstraße. Es wurde immer hektischer und in ihrer Not bastelte man den jetzt vorliegenden Schnellschuss, das dritte Gleis. Wieder Scheiß. Die Projektpartner ersetzten mit der sogenannten Kompromisslösung drittes Gleis werbewirksam ein Murksprojekt durch ein anderes. Man muss sich vorstellen, 10 Jahre Antragstrasse. Dann kam man beim Filterdialog auf den Bahnhof Plus. Dann schwenkte man wieder, weil es zu viel kostet, auf die Antragstrasse zurück. Weil das nicht klappte im Erörterungstermin, kam man wieder auf den Bahnhof Plus. Und jetzt auf das dritte Gleis, es ist wie im Tollhaus. Hier nur einige wenige, aber die wesentlichen Nachteile dieses faulen Kompromisses. Erstens, der Mischverkehr zwischen Rohr und Flughafen bleibt bestehen. Ihr müsst euch vorstellen, da fahren S-Bahnen in 10 Minuten oder 20 Minuten Abstände im Wechsel. In 10 Minuten müssen die, in dieser Pause muss ja irgendein Neubahnzug reingepasst werden. Die müssen aber dreimal halten, die S-Bahn bis zum Flughafen, während die Neubahn durchfahren. Wenn nun die S-Bahn auch nur wenige Minuten verspätet ist und das findet jeden Tag statt, dann passen die nicht mehr dazwischen. Da brauche ich eigentlich keinen Gutachter. Zweitens, das Überwerfungsbauwerk im Rohrer Wald, das bahntechnisch sicher ganz sinnvoll ist, ändert an diesem Problem nichts. Das wird auch jetzt in dieser Diskussion überhaupt nicht erwähnt, dieser Mischverkehr. Es ändert allenfalls was am Waldbestand. Ein schon lange gewünschter dichterer S-Bahn-Takt ist nicht möglich in Zukunft. Lärm und Erschütterung in Leinfelden-Echterdingen werden zunehmen. Mehr Gäubahnzüge, wie jetzt angedeutet oder versprochen, in diesem Kompromiss, klingt wirklich gut. Nur, jeder Zug mehr über den Flughafen verschärft alle die Probleme, die ich jetzt angesprochen habe. Und es ist ganz gewiss nicht geeignet für einen Finanzierungsdeal, wie er in der Zeitung besprochen wurde. Sechstens, ein funktionierendes Notfallkonzept für die S-Bahn ist ohne die Nutzung der Gäubahn-Panoramastrecke nicht möglich. Und die Frage ist jetzt, bleibt sie funktionstüchtig oder nicht? Das ist inzwischen nicht klar. Siebtens, die fragwürdige, zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung muss weiterhin zugrunde gelegt werden. Ich spreche mal ein bisschen schneller, Volker Lösch kann das besser als ich. Achtens, das dritte Gleis muss im eingleisigen, störanfälligen Gegenverkehrsbetrieb gefahren werden, mit zusätzlichen höhengleichen Kreuzungen. Neuntens, das Naturdenkmal Langwieser See muss in einer gigantischen Schleife über landwirtschaftlich genutztes Plieninger Gebiet weit umfahren werden. Zehntens, der unsichere, bahntechnisch problematische, 27 Meter unter der Messe liegende Fernbahnhof bliebe mit all seinen im Erörterungsverfahren zutage getretenen, zum Teil lebensbedrohlichen Nachteilen bestehen. Elftens, die Zeitschiene für Stuttgart 21 kann niemals eingehalten werden. Man muss wohl mit mehreren Jahren Verzögerung rechnen und den entsprechenden Mehrkosten. Und das sind nicht wir schuld. Zwölftens, somit werden die ohnehin ständig steigenden Kosten zusätzlich durch die Verzögerungen demnächst rasant an der 7-Milliarden-Grenze vorbeischießen. Und so weiter und so weiter und so weiter.
Wie sagte Herr Leger, den ich vorhin schon mal zitierte, noch im September 2014, also während des Erörterungstermins, so schön, Zitat, müsst ihr euch genau anhören. Ich habe die Aufgabe, das Gesamtprojekt Stuttgart-Ulm bis Ende 2021 fertigzustellen. Dieser Termin steht für mich unverrückbar wie eine Weltmeisterschaft. Man denke an die Weltmeisterschaft in Katar. Gleichzeitig, das Zitat geht noch weiter, gleichzeitig will ich Stuttgart 21 für unter 6 Milliarden Euro bauen. Man fragt sich, ist der wirklich so einfach gestrickt? Oder ist er raffiniert? Die Forderung jetzt in diesem Kompromiss nach einem Vaihinger Regionalhalt ist lobenswert. Ich bin allerdings unsicher, was dahinter steckt. Man braucht ihn auf jeden Fall, da sich die Planer wohl ziemlich sicher sind, dass der Flughafenanschluss später fertig wird als das restliche Stuttgart 21. Dann nämlich müssten die Züge von Zürich nach Stuttgart können nicht mehr durchgebunden werden. Sie können weder hinten runter, weil der Tiefbahnhof, das ist nicht angeschlossen, noch über den Flughafen, weil der erst später fertig wird, der Anschluss dort. Sie müssten also in Vaihingen halten und damit wäre das zwingend nötig als Folge dieser miserablen Planung. Wenn tatsächlich alles wie bisher geplant ist, fertig gebaut würde, wäre der Vaihinger Halt allerdings in Zukunft dann unsinnig, da ja alle Züge aus Süden vorher schon zum Flughafen abzweigen. Minister Herrmann hat allerdings angedeutet, man wolle die Panoramastrecke funktionstüchtig erhalten und unter Umständen auch Regionalzüge unten am Tiefbahnhof vorbei Richtung Feuerbach führen. Das ist schon mal ein ganz guter Ansatz vielleicht in unsere Richtung, die unserer Lösung entgegenkäme. Völlig unklar ist auch, wie es mit dem laufenden Planfeststellungsverfahren zur Antragstrasse weitergehen soll. Wir haben da oben 11 Tage getagt und jetzt über die Antragstrasse, über nichts anderes. Und darüber müssen jetzt das Regierungspräsidium und dann das Eisenbahnbundesamt befinden. Ja, was machen die? Weitermachen an einer Trasse, die eigentlich jetzt niemand mehr will. Während des Erörterungstermins waren wir eigentlich die wenigen Einzigen, die wirklich dagegen gekämpft haben. Wollen Sie einen Abbruch? Wollen Sie ein neues Verfahren mit neu zu erstellenden Plänen? Oder will man sich durchtricksen mit einem Änderungsverfahren im Handstreich? Den traue ich alles zu. Wir fordern den Erhalt der Gäubahnführung nach Stuttgart auf der Panoramastrecke und einen bequemen Umsteigebahnsteig in Vaihingen. Um mit der S-Bahn dann einfach zum Flughafen zu gelangen. Übrigens, wir haben ja dieses Faltblatt, das sechsseitige, gemacht. Und das sind hinten an den Tischen, liegen da noch einige. Da ist die Sache, die wir als Vorschlag haben, sehr ausführlich beschrieben. Nehmen Sie sich das mal, lesen Sie es in Ruhe durch. Es wären mit dieser Gäubahnerhaltsvariante die wesentlichen Knackpunkte da um die Probleme beseitigt. Und es wäre außerdem wesentlich kostengünstiger. Ich möchte noch einige Schlussbemerkungen machen. 21 Jahre nach dem Überfall der Fünferbande fand letzten Freitag wieder ein überfallartiger Vorgang statt. Im Handstreich wurden uns Dinge verkauft, ohne die vielen offenkundigen Unklarheiten auszuräumen und ohne auch nur die Ergebnisse des Dresdner Gutachtens abzuwarten, das jetzt bekannt wurde, und öffentlich zu bewerten. Dieses zweite Gutachten zeigt ja wieder, dass das da oben nicht geht. Und ich habe es vorhin schon gesagt, der Mischverkehr bleibt Kernpunkt dieser Kritik in diesem Gutachten. Wir fordern wenigstens eine unabhängige verkehrswissenschaftliche Untersuchung unserer Variante und ruhig auch der Variante drittes Gleis. Wir müssen doch, bevor wir loslegen, egal wie, erstmal wissen, ob unser System stabil funktioniert. Das machen die bisher nie. Allerdings müsste der Untersuchungsraum über die Filter hinausgehen, denn sehr oft kommen S-Bahnen schon ordentlich verspätet auf die Filter. Das kann ich ja nicht unberücksichtigt lassen. Die Stuttgarter Zeitung spricht, also es wird auch nach 2 Jahrzehnten endlich Zeit, einmal die gewünschten und die prognostizierten Verkehrsströme auf den Filtern zu ermitteln. Ist bisher nicht geschehen bei einem solchen Projekt. Yeah.
Die Stuttgarter Zeitung spricht bei dem dritten Gleiskompromiss von einer Allianz der Vernunft. Naja, die Vernunft scheint bei dieser Mischung aus Unklarheiten, aus Dilettantismus und Verdrängen nicht an erster Stelle zu stehen. Dieser sogenannte Kompromiss drittes Gleis ist wohl vorrangig ein taktisches Vorgehen, um das Gesicht zu wahren, mit kleinen Ansätzen in die richtige, in unsere Richtung. Die einzige Variante allerdings, die auf den Filtern keinen Tunnel braucht, ist unsere Gäubern-Erhaltungsvariante. Das heißt, nur diese Variante und wir bleiben oben. Die neuesten Pläne, neuesten Burgspläne der Bahn. Steffen Siegel, herzlichen Dank. So, dann wird es langsam dunkel. Eigentlich ist es schon ziemlich dunkel und es wird kalt. Deswegen ein kurzer Hinweis noch. Auch die Suppenleute sind auch heute wieder da.